Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Kommt runter. Macht euch mental darauf gefasst, was gleich auf euch zukommt. Ich will jetzt 1 Million einzelne Chats sehen, weil ihr alle Maschinen seid. Wie immer, kleines Aufwärmen, kleine Mobilisierung, super wichtig, einfach um die Muskeln vorzubereiten, ein bisschen Schulter, ein bisschen Hüfte vor allen Dingen. Und dann geht's los, wir machen heute Tabatas. Kennst du Tabatas? Weißt du, was das ist? Das ist was zum Essen, frittiert, oder? Das klingt auf jeden Fall sehr lecker, jetzt wo ich drüber nachdenke. Einige von euch kennen das auf jeden Fall. Tabata kommt aus Japan und ist im Endeffekt so eine Intervallform. Die geht, und das ist für viele wahrscheinlich sehr erträglich, geht 4 Minuten. Und innerhalb dieser 4 Minuten macht man Zeitintervalle, und zwar 20-10. Okay. 20 Sekunden Belastung und danach 10 Sekunden Pause. Dann wieder 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Ist das eine Übung dann immer? Oder ja, wir machen das mit 2 Übungen. Das heißt, wir machen die erste Übung 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause, die zweite Übung 20 Sekunden und das so lange, bis die 4 Minuten um sind. Wir haben so einen Timer, der piept dann quasi, und wir machen davon 7 Stück. Das heißt, im Endeffekt ist die Nettozeit nur 28 Minuten, aber die wird dann vorkommen wie wahrscheinlich mindestens das Doppelte. Ihr macht euch bereit, ich hoffe, ihr habt eine Matte dabei, ihr habt genug Trinken, ich hoffe, ihr seid so motiviert wie Simon. Es geht jetzt los mit einem Aufwärmen, ich sag immer an. Oh, fuck. Guck mal, Simon macht schon. Verausgab dich nicht, Simon. Ja, okay, ich sag immer an und du machst einfach mit. Okay. Es geht so 5 Minuten oder so, immer in die Richtung. Und wir fangen erstmal easy an mit Hampelmännern. Okay? Okay, ja. Also easy, Hampelmännern. Genau. Ja, okay. Und ihr macht alle zu Hause mit. Zack. Wir lassen diese Armbewegung, wir werden gleich mit den Beinen so vor und zurück springen. Machen aber die gleiche Armbewegung, ja? Ja. 3, 2, 1 und vor und zurück. Jawohl. Gut. Super easy Übung, kann aber auch relativ anstrengend werden. Auch toll für die Mobilisierung. Wir lassen diese Beinbewegung und werden mit den Armen vor dem Körper hoch und runter. Ja, Arme vor dem Körper hoch und runter bewegen. Und zwar so. Ah, okay. Jawohl. Boah, das ist jetzt schon anstrengend. Ja, ne? Wir lassen die Beinbewegung und werden gleich eine Boxbewegung machen. Das heißt, beide Fäuste vors Kinn. Und immer, wenn der linke Fuß vorne ist, rechte Faust strecken. Also so. Und dann zack. Immer im Wechsel. Ach so. Genau. Geht das? Gut, ja. Okay. So, gut, ja. Gut. Alter, was ist das? Das ist Koordination, Simon. Da kommt das Alter. Ja, wirklich. Gut. Oh. Gut. So, wir laufen auf der Stelle ganz entspannt. Ganz entspannt. Ganz entspannt laufen. Man ist jetzt schon warm, ne? Liegt auch aber an der Sonne, glaube ich. Denke nur auch. Schwarz an. Ist ja leider ein sehr dicker Stoff. Milch war eine schlechte Idee. Okay, erstmal nur ganz, ganz entspannt hier laufen. Und werden den Schritt ein bisschen verschnellert. Ein bisschen schneller laufen. Knie ganz bisschen höher ziehen. Okay, beide Hände an den Hinterkopf, Ellbogen nach hinten ziehen, Brust raus, Bauch entspannen, Knie ein bisschen höher ziehen, ein bisschen schneller werden. Gut, das machen wir 20 Sekunden. Komm. Schön aufrecht, Brust raus, noch 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, 2, 1. Okay, auf der Stelle laufen. Wir werden gleich in die Planke gehen und uns dann ausrotieren. Das heißt, wir gehen runter in den Plank, drehen uns mit dem rechten Arm aus in die Planke, drehen uns mit dem linken Arm aus, kommen wieder hoch, laufen auf der Stelle. Okay? Okay. Dann 3, 2, 1. Okay. Planke, dann
ausdrehen, zurück. Links ausdrehen, zurück, aufstehen und laufen. Das machen wir gleich nochmal. Jetzt fangen wir mit links an. 3, 2, 1 und Planke. Zack, links ausdrehen, zurück, rechts ausdrehen, zurück, hochkommen, laufen. Gleich nochmal mit rechts anfangen. Und 3, 2, 1, zack, ausdrehen, zurück, links ausdrehen, zurück, hochkommen, laufen. Ein letztes Mal gleich noch mit links anfangen. 3, 2, 1 und zack, ausdrehen, zurück, ausdrehen, zurück, hoch, sehr schön. Machen gleich Ausfallschritte rückwärts und drehen uns mit dem Körper immer zum Richtung des vorderen Beines. Also, zack, mit links Ausfallschritt nach hinten und wir drehen uns nach rechts, kommen wieder hoch. Genau, immer zum gebeugten Bein. Ja. Zack, wieder hoch, nee, hier. Genau, jetzt mit rechts zurück, drehen uns nach links, nach in die andere Richtung. Oh. Genau, und wieder zurück. Also zum gebeugten. Genau, genau, und dann wieder. Zack, drehen uns nach rechts und zurück. Und mit rechts nach hinten, drehen uns nach links, zurück. Und mit links nach hinten, drehen uns nach rechts, zurück. Mit rechts nach hinten, drehen uns nach links, zurück. Und nochmal, zack, drehen, zurück. Und zack, drehen, zurück. Und nochmal, zack, drehen, zurück. Und zack, drehen. Einmal noch pro Bein. Zurück und gleich hier nach Hampelmänner. Wir werden ganz bisschen schneller mit den Hampelmännern. Genau. Schneller hüpfen. Und machen gleich einen kleinen Kniehebel auf. 5, 4, 3, 2, 1. Kniehebel auf. Wir nehmen die Arme vor und zurück. Genau. Mhm. Und gleich werden wir die Hacken anfersen. Das heißt, die Hacken gehen Richtung Po. Die Knie bleiben trotzdem hoch angezogen. 3, 2, 1 und zack. Genauso. Zack. Schön die Hacken anziehen. Knie trotzdem mit hoch. Und gleich wieder Kniehebel auf. 3, 2, 1, hoch. Bauch anspannen. Leicht nach vorne lehnen. Vor und zurück die Arme. Und 3, 2, 1, Hacken, Fersen. Ja. Gut. Und wieder Wechsel. 3, 2, 1, hoch. Und Hacken an Fersen. 3, 2, 1. Ja. Gleich nochmal die letzten 20 Sekunden. Hampelmann, so schnell ihr könnt. 3, 2, 1 und Hampelmann. Ja. Komm, schnell. Gut, noch 15. So. Ja. Yeah. Oh, noch 10. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Bist du warm? Chat, seid ihr warm? Seid ihr warm? Free Simon. Das ist hier rein freiwillig. Wo bin ich? trink was, Simon, trink was. Wo ist das? Ja, anstrengend. You dead, nein. Simon, geht's gut, hoffentlich. Ja? Ja. Ein kleiner Mobi. Kleine Mobilisierungsübung für den ganzen Körper. Mhm. Ja? Schulter, Brustwirbelsäule. Ja, halt echt alles. Super geil, super wichtig. Oh. Für die Kamera ein bisschen nach unten bewegen. Okay. Nee, erstmal noch im Stehen. Sorry. Okay. Okay. Ihr macht natürlich alle zu Hause mit, soweit ihr mitmachen könnt. Wir stehen stabil hin. Also Beine ganz leicht beugen. Und die Arme rückwärts kreisen. Oh, ich zieh mal mein Shirt aus.
Oh, fuck, ich wünsche dir jetzt nicht drunter. Okay. Schön rückwärtsreisen, super für die Schulter. Und vorwärtsreisen. Wir werden jetzt rechten Arm vorwärts, linken rückwärts reisen. Okay. Gleichzeitig, wenn es geht. Ja, okay. Ja, gut, gut, gut. Und andersrum. Der Karl ist angefangen. Sehr gut, alles klar. Wir kreisen die Schulter rückwärts. Komm, die Kamera ein bisschen höher machen. Schön rückwärts kreisen, große runde Kreise. Okay, gehen wieder leicht in die Knie, Unterarme berühren sich und dann wir drehen uns zur einen Seite und dann zur anderen Seite. Wichtig ist, ohne die Hüfte mitzudrehen. Das heißt, die Hüfte schaut immer nach vorne, ja, besser. Po anspannen, Bauch anspannen, okay, Hüfte ja, und Bauchnabel ja, zeigt immer in die Richtung, ja, viel besser. Und dann drehen wir uns von links nach rechts mit der Brustwirbelsäule. Gut. Schön weit drehen, maximal, soweit es geht, ohne dass die Hüfte mitdreht. Mal. Sehr schön. Wir falten die Hände und machen uns schön rund mit dem oberen Rücken. Kinn auf die Brust. Von der Seite sieht es so aus. Schön rund machen. Genau. Richtig rund machen. Und jetzt in die andere Richtung. Wir strecken die Arme nach hinten, Brust raus, leicht nach oben schauen. Richtig weit öffnen die Brust. Und wieder rund machen. Hände falten, nach vorne ziehen, maximal nach vorne. Kinn auf die Brust. Vielleicht knackt das an einer anderen Stelle, ist okay. Und wieder strecken. Der hohen Brust raus. Und ein letztes Mal rund machen. So. Und wieder nach außen strecken. Hoch mit der Brust. Ah, sehr schön. Okay. Wir ziehen das linke Knie hoch zur Brust. Zack. Stabilisieren mit beiden Händen. Und dann fangen wir an, den Fuß zu kreisen. Große Kreise mit dem Fuß. Jawohl. Das ist gute Balance. Andersrum kreisen. Eddie hat es nicht geschafft. Ja. Nee, das war sehr schwer. Er stand bestimmt in einem Erdloch. Genau, irgendwas war mit dem Boden. So, wir ziehen das Bein nach hinten, indem wir hier am Fußgelenk greifen, nach hinten ziehen. Und jetzt werden wir die freie Hand, die freie rechte Hand, weit nach vorne bewegen ohne Oberkörper in die Horizontale. Weit nach vorne greifen. Oberkörper in die Horizontale, halten kurz, weit nach vorne, 3, 2, 1, okay, alles klar, locker, das war gut, das war richtig gut. Das andere Bein nach oben ziehen, mit beiden Händen stabilisieren. Ich sag's jetzt schon mal, ich glaube, das kann ich wegen meinem Fuß nicht so gut machen. Okay, ja, schau einfach, wie das ja, ist. Ja, auch hier wieder gerne in den Fuß kreisen, aufrecht bleiben. Und andersrum kreisen. So, wir ziehen das Bein wieder nach hinten. Gut, und jetzt wieder mit dem linken Arm nach vorne greifen. Oberkörper in die Horizontale. Nach unten schauen gerne. Und dann 3, 2, 1. Okay. Ich schau mal, ob es ganz kurz muss zu heiß wird. Aber es scheint okay zu sein. Okay, wir machen jetzt mit rechts großen Ausfallschritt nach vorne, ohne dass das linke Knie aufsetzt. Das heißt, einen ganz großen Schritt, linkes Knie bleibt oben, wir gehen leicht runter, linken Arm nach oben heben, gerne rechte Hand an die Hüfte, wenn man mag. Erstmal nur aufrecht bleiben. Und jetzt werden wir uns nach rechts lehnen. Das heißt, wir öffnen die ganze linke Körperseite. Schön weit nach rechts greifen. 5, 4, 3, 2, 1, okay, jetzt können wir das linke Knie absetzen. Die linke Hand kommt neben den Fuß ungefähr. Da kannst du den Fuß ruhig richtig weit nach vorne aufsetzen. Ja, genau. Und wir drehen uns jetzt mit der rechten Hand weit nach außen auf, wie wir eben bei der Übung das auch gemacht haben. Drehen jetzt uns aber ein auch. Das heißt, die rechte Hand geht hier durch. Ja, genau, maximal eindrehen und wieder ausdrehen.
Das ist ja schon Yoga. Das ist schon ein bisschen Yoga, genau. Wieder eindrehen und ein letztes Mal ausdrehen. Weit öffnen die Brust. Okay, beide Hände jetzt nebeneinander. Und jetzt werden wir versuchen, die Hüfte nach hinten zu schieben. Schön weit nach hinten schieben. Gerne die Fußspitze anheben, sodass wir hier so ein bisschen Zug im hinteren Oberschenkel haben, hier vorne. Halten die Position einfach noch mal ein paar Sekunden. Zieht vielleicht oder wahrscheinlich bei den meisten ziemlich doll. Ist auch okay, soll ja auch ziehen. Okay, Oberkörper jetzt aufrecht. Das Bein richtig strecken. Fußspitze anziehen und den Oberkörper jetzt wieder leicht nach vorne beugen mit geradem Rücken, dass es jetzt so ein bisschen Knie, Kehle, Wade zieht. Ja? Genau da soll es jetzt auch ziehen. Knie, Kehle, Wade. Gut. Jetzt werden wir den Fuß auf die Innenseite der Matte setzen. Moment, so mal. Genau, und das Knie nach außen im 90 Grad Winkel. Genau. Und jetzt werden wir uns mit dem Körper Richtung Knie drehen und dann den Winkel wieder leicht schließen. Das heißt, wir haben jetzt rechts in der Pobacke so einen kleinen Zug wahrscheinlich mit der Taube. Können hier ein bisschen rumspielen, hoch und runter, genauso wie Simon. Ein bisschen rumspielen. Hauptsache hier ist so ein bisschen Zug hier in der rechten Hüftseite. Dann macht ihr alles richtig. Okay, alles klar. Wieder beugen, hochkommen. Jetzt machen wir das Ganze für die andere Seite logischerweise. Das heißt, jetzt machen wir mit links ganz großen Ausfallschritt. Rechten Arm nach oben. Genau. Und dann werden wir uns nach links lehnen. Richtig weit nach links greifen. Schön Stabilität bewahren. So ist viel angenehmer, wenn die Sonne nicht so knallt. Ja, viel besser. Ja, Mann. Okay, rechte Hand wieder aufsetzen, rechtes Knie wieder aufsetzen. Und dann hier wieder weit nach links ausdrehen. Machst du irgendwie saugut. Ja, ne? Dieses Mobi ist mega geil. Und wieder nach innen. Richtig weit nach innen greifen, soweit es geht nach rechts greifen. Und wieder nach außen drehen. Ich sag's auch gerne immer wieder, ey, morgens so 5 Minuten Mobi, das ist so ein, ey, das ist Lebenswechsel, ich sag's euch. Das ist wirklich so in den Tag starten mit so ein paar Übungen, die man sich so aussucht, die einem gut tun. Und man ist da deutlich fitter, energetischer. Okay, beide Hände wieder aufsetzen und nach hinten schieben, die Hüfte, gerne die Fußspitze hier anheben, dass es hier im hinteren Oberschenkel wieder schön zieht. Halten die Position, können natürlich auch ein bisschen rumspielen, wenn wir möchten. Ja, so, dass es so, dass wir halt immer hier Zug haben. Vielleicht ein bisschen stärker, vielleicht ein bisschen doller, ein bisschen weniger. Okay, aufrecht wieder mit dem Körper, das Bein wieder ganz lang machen, Fußspitze anziehen und dann wieder die Winkel leicht schließen, dass wir hier wieder Kniekehle oder Richtung Wade schön Zug haben. Genau. So, ein bisschen rumspielen gerne. Alles klar, setzt den Fuß wieder innen zur Matte auf und das Knie fällt nach außen, 90 Grad Winkel ungefähr. Wir drehen wieder den Körper zum Knie. Genau, und dann können wir hier wieder schließen, den Winkel schließen, dass wir jetzt logischerweise in der linken Pobacke so ein bisschen Zug haben. Gut, alles klar, wir bleiben jetzt unten, wir machen noch 3 Übungen, dann sind wir durch mit der Mobi. Und zwar schließen wir die Knie, also Kniestand, wir schließen die Knie und dann werden wir versuchen mit der Stirn hier zwischen zu kommen. Also schön rund machen, richtig rund machen, gerne die Hände so wie Simon, entweder nach hinten oder nach vorne. Versuchen hier schön rund zu werden, versuchen mit dem Knie, mit der Stirn hier durchzukommen und dann öffnen wir uns. Das heißt, wir strecken den Rücken maximal, gerne ins Hohlkreuz gehen, Brust öffnen, Brustbein raus und wieder runden. Das heißt, wieder mit dem ganzen Rücken, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule richtig rund machen. Versuchen hier durchzuschieben, den Kopf durch die Beine durchschieben, wieder lang machen. Das ist super angenehm für die Wirbelsäule. Einfach mal alle Facettengelenke durchbewegen. Sehr, sehr angenehm. Ein letztes Mal nochmal schließen. Richtig schließen. Und wieder öffnen. Weit öffnen. Okay, wir drehen uns seitlich zur Matte und schieben die Knie maximal weit auseinander. Soweit es geht, nach außen. Und die Füße
auch nach außen. Also die Füße zeigen quasi nach da und nach da. So, entweder bleiben wir auf den Händen oder wir gehen auf die Unterarme, je nachdem wie doll wir es haben wollen, und schieben den Po nach hinten. Wir schieben den Po mit Hohlkreuz nach hinten. Zieht enorm doll hier in der Leistengegend. Ja? Also proximal heißt es, das heißt hier tatsächlich an der Hüftnahe zieht das sehr, sehr doll. Wenn wir hier unten sind, zieht das sogar noch mehr. Wenn man das nicht mag, geht man eben hoch und versuchen da die Hüfte wirklich maximal weit nach hinten zu schieben. Ich weiß, das sieht total lächerlich aus und erinnert euch auch an andere Positionen, aber ist egal. Es ist nämlich super für die Hüfte, um da die Hüfte zu öffnen, um da den Rücken zu entlasten. Richtig, richtig geile Übung. Weit nach hinten schieben, halt nochmal 5 Sekunden. Schön Hohlkreuz machen, Hüfte nach hinten schieben. Noch 3, 2, 1. Okay, gehen nach vorne. Nach vorne im Oberkörper und releasen die Spannung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine Übung machen wir noch, das heißt, wir stehen erstmal auf. Ist eine Komplexübung, wir verbinden mehrere Übungen. Ungefähr mattenweit stehen, ungefähr schulterweit würde ich sagen, ist das für die meisten. Füße ganz leicht nach außen. Wir berühren jetzt mit den Händen die Füße. Hüfte bleibt oben. Jetzt drop die Hüfte, das heißt, wir gehen mit der Hüfte runter. Genau. Arme nach oben stecken und wieder hochkommen. Und nochmal das Ganze. Also Hüfte nach hinten, Arme nach unten. Sehr, sehr gut. Hüfte nach unten, Arme nach oben und nach oben kommen. Das dreimal machen wir das Ganze noch. Hüfte nach hinten, Arme nach unten. Hüfte runter. Arme hoch, nach oben. Noch zweimal. Hüfte nach hinten. Hüfte nach unten, Arme nach oben, Hüfte nach oben und ein letztes Mal. Zack. Hoch, hoch. Cool, schütteln uns aus. Und damit sind wir auch durch mit der Mobi. Cool. Ja? Wer ist mobil? Eins im Chat, wer mobil ist. Simon, wie geht's dir? Bist du mobil? Bist du... Der erste Brocken war hart, aber der zweite war jetzt angenehm. Sehr gut, so soll es auch sein. Ich bin schon ein bisschen fitter. Das ist super. Genau da, so soll es sein. So, wie ich schon angekündigt habe, machen wir heute Tabatas. Tabatas, nochmal für alle, die neu dazugekommen sind, ist eine Intervalltrainingsart, die sich innerhalb von 4 Minuten komplettieren lässt. 4 Minuten macht man aber nicht durchgängig Sport, sondern man teilt diese 4 Minuten in 8 Segmente auf, a 20-30. 20-30 ist die Sekundenanzahl. 20 Sekunden werden wir also eine Übung machen, 10 Sekunden Pause und dann wieder 20 Sekunden. Zweite Übung. Wir alternieren immer zwischen Übung A und Übung B und wir machen wahrscheinlich so 6-7 Tabatas heute. Ihr könnt auch mitbestimmen, welche Übung wir machen wollen und welche Übung ihr machen wollt. Simon natürlich auch gerne. So, wir fangen ganz simpel an. Wir machen für den ersten Tabata machen wir Kniebeugen und dann Crunches mit erhöhten Beinen. Ich zeig's einmal. Also, Kniebeugen wird so aussehen, relativ schulterweit, Füße leicht nach außen. Wir schauen nach vorne, wir gehen so tief runter, wie es geht und wieder nach oben. Das sind ganz lästige Kniebeugen, ja, das machen wir als erstes. Und die zweite Übung wird sein Crunches mit langen Beinen, das heißt, ja, vielleicht seitlich sogar. Zack, hoch mit den Füßen, Arme nach oben strecken, Füße berühren, nicht ganz runterkommen. Füße berühren, nicht ganz runterkommen. Das heißt, wir haben permanent Spannung hier auf dem Bauch. Genauso. Ja, okay. Und das sind die beiden Übungen, die wir immer alternieren werden, 20-10. Das heißt, Chad, wir kommen mal easy rein, wir bekommen ein Gefühl dafür, wie lange vier Minuten wirklich sein können. Ja. Und dann können wir gerne mal ein bisschen rumspielen. Ich werde das Handy hier draußen lassen, das heißt, wir hören auch immer den Intervalltimer, ihr hört den auch immer. Wenn ich hier Start drücke, haben wir 5 Sekunden und dann hören wir immer auf den Timer. Ich wünsche euch viel Spaß, Chad, ich wünsche natürlich auch Simon viel Spaß. Und dann geht's jetzt los. 3, 2, 1 und Kniebeugen. 20 Sekunden laufen jetzt. Das heißt, wir machen jetzt 20 Sekunden Kniebeugen. Natürlich nur so viel, wie ihr könnt, mit guter Technik. Das heißt, die Knie fallen nicht nach innen. Der ganze Fuß bleibt hier auf dem Boden. Nehmt euch notfalls den Stuhl zur Hilfe, setzt euch mal rauf und steht dann auf. Ganz entspannt. 2, 1. Okay, alles klar. Wir legen uns hin. Es gibt 10 Sekunden Zeit. Ich mach mal zur anderen Seite, damit ihr alle Blickwinkel sehen. 2, 1. Und los geht's. Zack, hoch. Die Schulter nicht komplett aufsetzen auf dem Boden. Schön nach oben. Füße berühren. Schön nach oben. Spannung im Bauch generieren hier.
hoch. Jawohl. Gut. 2, 1. Okay, 10 Sekunden Pause. Hochkommen. Und dann machen wir gleich wieder Kniebeugen. 3, 2, 1. Und los geht's. Sehr schön. Das Schöne an Zeittraining ist, man macht nur so viel, wie man kann. Man macht nur so viel, wie man kann. Wenn die Technik schlecht wird, macht man kurz Pause. Gar kein Problem. Versuch trotzdem, der Tabata hier durchzuziehen. Okay, 10 Sekunden, wechseln. Warte, warte, warte. 2, 1. Und jetzt. Hoch. Schön. Jawohl. Gut. Sehr schön. Okay. Zweimal jede Übung gemacht. Das heißt, 2 Minuten sind um. Mach das Ganze jetzt nochmal. Zum Reinkommen ist entspannt, ne? Sehr schön. Und nochmal. Jawohl. Gut. Sehr schön. Versucht den Rücken relativ stabil zu halten. Schaut nach vorne dabei. Simon macht das hier super, mit den Armen nach vorne strecken. Okay, 10 Sekunden Pause. Wir wechseln zu den Crunches. Vorbereiten. 2, 1. Und los geht's. Gut. Schulter, denkt dran, Chat nicht aufsetzen. Schön in der Luft halten. Bauchspannung. Oh, gut. Alles klar. Letzte Male Kniebeugen und Crunches. In der letzten Minute. Und los geht's. Zack. Genau, mal rausfinden. Ihr seht es schon, wenn man die Arme nach vorne streckt, hat man ein bisschen leichteres Leben, was so den Rücken betrifft. Man bleibt aufrechter. Okay, letzte Pause und dann letztes Mal Crunch. Versucht nochmal die maximale Bauchspannung rauszuholen. 2, 1. Los geht's. Sehr gut. Oben gerne ausatmen. Unten einatmen. Komm, Chat. Okay. Sehr schön. Das war der erste Tabata zum Reinkommen. Wie geht's dir, Simon? Es geht noch. Es geht noch, sehr schön. Aber ja, es ist, man merkt schon, ne? Wir haben schon viel gemacht bisher. Ja, das kann schon gut werden. Sehr gut. Okay, kurze Pause von ungefähr einer Minute oder 90 Sekunden. Wie geht's euch, Chat? Ist entspannt, oder? Wie groß ist Simon? 1,85 oder was? Nee? Ich bin nur 1,79. 1,79, okay. Aber mein Pass steht 1,80. Echt? Sehr gut. Alles richtig gemacht. Ja. AOE-Hose, nice. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Sehr gut, okay. Trinkst du auch genug? Ja, ich trinke immer einen Schluck. Ich vergesse es immer mit Chat hier so, aber es passt. Der Bauch brennt schon, ja. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Wenn der Bauch brennt, alles richtig gemacht. Nicht zu viel Pause für den Bauch gehabt. Okay. Wir werden jetzt zum nächsten Tabata kommen. Wir machen, ich zeig's einmal. Ausfallschritte, immer mit Beinen wechseln. So, also immer rechts nach vorne zurück, links nach vorne zurück. Gerne ganz leicht das Knie aufsetzen, nicht so rein dotzen, sondern ganz leicht immer wechseln, zack, und danach als zweite Übung Liegestütze. Ja. Wenn ihr Liegestütze nicht könnt auf dem Boden, macht die erhöht, das heißt sucht euch einen Stuhl oder macht die meinetwegen auf die Knien, ist auch in Ordnung. Ich mache die in die Richtung, du kannst aussuchen, in welche Richtung. Also Liegestütze, denkt dran, schulterweit stehen, Ellbogen relativ dicht am Körper, das wäre angenehm,
Und dann Bauchspannung, Po-Spannung, ganz runter und ganz hoch. Ganz runter. Ganz hoch. Das wird wahrscheinlich bei den Liegestützen sehr, sehr brennen am Ende. Oh ja. Aber ist halt so, ne? Wir sind ja hier nicht bei Ponyhof-Welt, wir sind hier in Ginos-Welt. So, seid ihr bereit? Liegestütze können gemein werden. Die werden richtig gemein. Ich sag's euch, die werden richtig gemein. Es soll keinen Spaß machen, wahrscheinlich nicht. So, ich mach's ein bisschen lauter hier. Und dann Ausfallschritte, immer Bein wechseln, Liegestütz. Wenn ihr es nicht könnt, erhöht oder meinetwegen auf den Knien, ist auch okay. So, Simon bereit? Ja. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. 3, 2, 1. Los geht's. Zack. Und wechseln. Genau, ihr könnt die Arme entweder vor dem Körper halten, ihr könnt die auch so machen, wie ihr möchtet, das ist ein bisschen mehr Balancearbeit. Ja, so wie es euch eben passt und je nachdem, welche Stufe ihr machen wollt. Okay, 10 Sekunden, Liegestütz, gleich geht's los, vorbereiten. Und los geht's. Über Liegestütze werde ich jetzt nicht reden. Das ist viel zu anstrengend sonst. Das geht nicht. Okay, Ausfallschritte. Ich fange jetzt mit dem linken Bein an, also mit dem anderen Bein. Und los geht's. Gut, Chat. Und durchziehen. Das zieht schon ein bisschen mehr. Ja. Merkt ihr hoffentlich auch. Ich merke es auf jeden Fall. Okay. Okay, alles klar. Boah, das brennt. Ganz schön gut. Und los geht's. Komm, Chat. Ihr schafft es. Wir leiden alle zusammen. Okay. Und das dritte Mal von 4. Ah, Gott, fick. Alter. Okay, alles klar. Okay. Letztes Mal. Los geht's. Und ein letztes Mal Kniebeugen. Gut, Chef. Los, Simon. Ich schaff das. Oh Gott. Alles klar. Oh. Okay, alles klar. Das war schon ein anderer Schnack hier, Freunde. Alter, die Liegestützen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer wird. Dass sie so krass sind, ne? Und das sind nur 4x 20 Sekunden. Für wen war die Liegestütze hart einzuchatten? Ja.
Ich habe auf jeden Fall weniger geschafft. Ja, ich habe auch nicht so viel. Gut durchgezogen, Simon, auf jeden Fall. Okay, für Chad war es auch sehr anstrengend. Hart ist gar kein Ausdruck. Echt? Hm. 1 Million. Eins sogar erhöht. Ey, wenn man keine Liegestütze kann, macht die erhöht. Ja. Ist die gleiche Mechanik, nimmt ein bisschen Gewicht raus, aber trainiert genauso gut. Auf jeden Fall. Und dann kann man sich steigern. Nach und nach etwas Niedrigeres suchen, dann wieder was Niedriges. Und irgendwann schafft man die auf dem Boden. Und dann macht man wie Simon 300 Stück am Tag. Wenn man Bock drauf hat, ja? Sonnencreme aufgetragen. Ja, jetzt scheint die Sonne nicht mehr, aber jetzt wird es ein Trizeps. Haben wir gerade gemacht. Liegestütze trainieren Brust, vordere Schulter und Trizeps. Irgendwann Handstand, ja, das wäre hart. Also Handstand-Push-Ups. Ja. Die sind richtig hart. Ich würde früher immer auf zwei Händen laufen können. Oh ja. Aber einfach, aber geil. Es ist nie und besser auch. Ja, aber halt, wenn, dann knallst du direkt auf den Kopf. Das will ich nicht haben. Aber es muss geil sein. Das kannst du. Ja. Ich konnte das mal für ein paar Sekunden so, das war mega. Aber dann auch nicht weiter trainiert oder so. Okay, Chad. Okay, was nun? Wir machen jetzt die erste Cardio-Übung. Wir machen Squat-Jumps, das heißt Kniebeugen-Sprünge. Das ist die erste Übung, nur mit Sprüngen. Und danach machen wir Cycling-Crunches. Das heißt, jetzt wird er auch noch mehr brennen und vor allen Dingen auf den Oberschenkel. Also, wie Kniebeugen, wir gehen runter, springen hoch, landen tief. Springen hoch, landen tief. Wichtig ist, nicht so landen, weil das ist nicht geil für die Gelenke, sondern hochspringen, relativ tief landen. Okay? Hochspringen, tief landen. Ja, genau. Hochspringen, tief landen, immer in Bewegung. Du machst einfach so, wie das geht mit dem Fuß. Ja. Und danach machen wir Cycling Crunches. Das heißt, wir legen uns hier auf den Rücken, Beine sind gebeugt und dann werden wir mit Händen an den Schläfen, mit dem rechten Ellbogen zum linken Knie und mit dem linken Ellbogen zum rechten Knie, aber im Liegen. Und das andere Bein jeweils strecken. Das heißt hier, Wechsel, zack, Wechsel, zack, Wechsel. Wenn man kann, berührt die Schulter während der Übung niemals den Boden. Das heißt, wir sind die ganze Zeit oben im Crunch und wechseln von links nach rechts. Und das wird wirklich hart. Ihr macht nur so, wie es geht. Wenn es Pause bedarf, dann macht ihr eben Pause. Gar kein Ding. Hauptsache, die Technik stimmt und ihr verknackst euch nichts. Ja? Wie immer, wenn ihr könnt, versucht aber den Tabata hier durchzuziehen. Alles klar. Simon, bist du bereit? Ja. Okay. 5 Sekunden geht's los. 2, 1 und los geht's. Zack. Sehr gut. Komm, Chad. Springen und tief landen. Oh. Oh. Das wird schwer. Das wird sehr, sehr, sehr schwer, ja. Oh, Gott. Und los geht's. Schön. Cycling Crunch ist wie Fahrradfahren, nur mit Drehung. Und die Schulter, wenn es geht, nicht den Boden berühren lassen. Und das noch. Hallo du. Na? Kann ich die werfen? Oh ne. Ja, da. Oh ne, falsche Richtung. Falsche Richtung. Wir müssen Kniebeugen springen. Die lockt es unter. Oh Gott, meine Beine. Alter. Oh Gott. Es ist richtig schwer zu stehen. Ja. Stream Sniper. Und los geht's. Alles klar, die Hälfte ist durch. Okay, Freunde, komm. Und los geht's. Boah, meine Beine, ey.
Ich kann. Ja, okay, mach Pause. Alles gut. Kann auch nicht. Oh Gott. Oh Gott, es brennt. Sehr schön. Okay. Jetzt hier erst noch durch. Okay, letztes Mal. Eine Übung. Macht so viel ihr könnt. Chat. Oh, los geht's. Oh Gott! Oh. Okay, Alter, stehen ist schon schwer jetzt. Und letztes Mal. Komm, Chad! 6 Sekunden! Okay. Alles klar. Oh. Oh. So, das war's mit Ginos Welt. Das war. Oh. Ich sehe Farben. Ja, ich rieche sie. Ich rieche Farbe. Ja. Okay, was trinken. Geht's euch gut, Chad? Eins, wenn's euch gut geht. Starke Performance, Simon. Simon ist krass, auf jeden Fall. Aber ein F schon mal für Simon. Wir machen noch weiter. Ja, es war noch nicht das Ende. Aber trotzdem jetzt schon mal ein F für Simon. Zieht das hier richtig, richtig gut durch. Eines meiner besten Gäste, muss ich ja fast sagen. Ist wirklich so. Du siehst hier richtig gut durch. Hammer. Da kommen die Fs. Easy für ihn. Sehr schön, da kommen die Fs. Was machen wir jetzt? Pass auf. Wir machen jetzt was für den oberen Rücken. Und dann Sprawls. Sprawls machen wir aber ohne Sprünge nach oben. Pass auf, okay. Geht so. Die Leute kennen das schon. Also, wir stehen relativ stabil. Hände auf dem Boden. Wir springen nach hinten. Wir springen nach vorne. Kommen nach oben. Aber nur ein ganz kleiner Sprung. Kein Squat-Jump. Also nochmal. Zack. Nach hinten springen. Nach vorne springen. Und nach oben. Und das kombinieren wir mit. Legen wir uns auf den Bauch. Wir werden hier zwei Übungen machen. In der ersten Runde machen wir das hier, nach unten schauen und dann immer schön hacken, Hacke-Peter. Ja, immer schön hoch und runter. Und das zweite Mal machen wir das gleiche, aber seitlich. Immer schön hoch und runter. Ja, also machen wir einmal nach vorne, einmal zur Seite, dann wieder nach vorne, dann zur Seite, aber immer pro Tabata. Also 20 Sekunden lang vorne, das nächste Mal 20 Sekunden Seite und dann nochmal vor und Seite. Wir warten nochmal 30 Sekunden und dann geht's los mit Sprawls als erste Übung und dann das Hacken als zweite Übung. Oh. Okay. Chad, könnt ihr noch? Könnt ihr noch? Alles klar. Bist du bereit? Ihr seid bereit. Chad, ich drücke hier auf Play und dann geht's 5 Sekunden los mit Sprawls. Los geht's. Zack. Genau. Und. Versuch mal vorne die Füße weit. Genau. So dass du auf dem ganzen Fuß landest. Hinten zusammen, vorne weit. Genau. Ja, genau. Okay. Gehen gleich runter. Unten bleiben, genau. Daumen zeigen immer nach oben. Gut, nach hinten. Schauen nach unten und dann immer schön hacken. Los geht's.
Nee, die Füße ganz unten lassen. Aber schön weit weg, die Unterarme vom Boden. Nach unten schauen. Spüren die Schulter, spüren den Nacken. Schön hoch die Oberarme auch. Okay. Und wechsle ich zu den Squats. Okay. Und los geht's. Alles klar. Machen das gleiche, aber seitlich. Arme zur Seite ausstrecken, Daumen nach oben. Nach unten schauen und immer hoch und runter. Spürt die Schulter hinten. Daumen nach oben. Oh. Merkst du hinten was? Und wie? Sehr gut. Richtig hart. Ja. Sehr schön. Komm. Hälfte ist durch. Komm, Chad. Los geht's. Wir jetzt wieder nach vorne strecken die Arme. Nach unten schauen. Okay. Und los. Daumen nach oben. Ah, es brennt. Okay. Und letztes Mal, Sprawl, letztes Mal. Oh Gott. Oh, los geht's. Arme zur Seite strecken, haben wir den Tabata auch schon. Und es brennt nochmal das letzte Mal, Chad. Komm, letzte Sekunde laufen. Okay. Können wir noch einen, Simon? Ein was? Ein Tabata noch? ein ja. Heben auch sonst? Ja, ja. Chad, welche Übung sollen wir machen? Oh, Freunde, einer geht noch, komm. Komm, Leute, einer geht noch. Einen können wir noch machen. Burpees. Oh, Burpees, Simon. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Wir machen einmal Burpees. Ist es diese sogenannte Grenze, die überschritten wird? Liegestütze? Nee, Burpees sind ja Liegestütze schon zumindest halbe dabei. Gemütlich liegen. Mir tut alles weh. Komm, einmal machen wir noch. Burpees machen wir auf jeden Fall. Aber dann nichts mehr für die Brust. Das haben wir dann schon. Mountain Climbers, Alter, das wollt ihr aber jetzt richtig komm, ficken dann. Nee, das, nee. Burpees ist schon eine krasse. Mach mal was anderes. Es gibt noch Skater Jumps. Skater Jumps könnten man machen, ja. Was gibt's noch? Reverse Snow Angels haben wir ja gerade quasi gemacht. Happy Baby können wir gleich nochmal machen. Russian Twist.
Ja, das finde ich gut. Wir machen Burpees mit Russian Twist. Pass auf. Burpees, Freunde, gehen so. Wie die Sprawls, die wir eben gemacht haben, nur mit Liegestütz. Also, du musst, ich zeig's noch einmal. Also, wie die Sprawls eben nach hinten springen, runter, hochkommen, nach vorne springen, hochspringen. Also wie die Sprawls, nur dass wir runtergehen und wieder hochgehen. Okay. Mit die heftigste Übung, die man machen kann. Und das kombinieren wir mit Russian Twist, das heißt, mit geradem Rücken nach hinten lehnen, Füße hoch und dann beide Hände immer links und rechts auf den Boden aufsetzen. Das wird nochmal für die Bauchspannung richtig viel geben. Also Füße hoch, nach hinten lehnen, zack. Wenn es gar nicht mehr geht mit den erhobenen Füßen, macht ihr es einfach mit Füßen auf dem Boden. Ist auch okay. Versucht aber die Füße anzuheben. Allein das ist schon eine starke Spannung für den Bauch. Oh, okay. Ein letztes Mal Tabata, Freunde. In so 30 Sekunden geht's los, würde ich sagen. Willst du noch einen Schluck von mir haben, Simon? Nee, ist okay. Ja? Es ist schon. Der Liter ist drin. Okay. Ach Gott. Das Ding mit, ja. Genau, Burpees und dann Russian Twist danach. Das wird uns komplett killen, glaube ich. Aber ist okay. Ist die letzte Tabata des Tages. Simon, bist du ready? Ja. Chat, ihr seid auch ready. Okay. Ich klicke jetzt. Und los geht's. Setzt uns hin. Gerade Rücken, nach hinten lehnen, Füße hoch. Los geht's. Und immer schön links nach rechts. Boden berühren. Okay, sehr gut. Und nochmal Babys. Kommt. Komm, wir schaffen das. Oh, los geht's. Und los geht's. Schön nach vorne schauen. Haltet Bauchspannung. Füße anheben gerne. Oh. Komm. Okay. Hälfte geschafft. Komm, Chat. Komm, wir ziehen das gemeinsam durch. So. Zwei Minuten. Ist nix. Zwei Minuten ist nix. Vorletzten Twist. Kommt, Chat. Ihr schafft das. Kämpft! Ja. Du schaffst das. Du schaffst es, Simon. Okay. Komm, die letzten beiden. Komm, die letzte Minute. Ich glaube, 14 Sekunden Belastung. Das ist nix. Das machen wir im Schlaf. Okay. Komm. Okay.
Komm. Letztes Mal Twist. Zieh durch. Letzte 20 Sekunden. Laufen gleich. Okay. Energy. Energy. Komm, Leute. 15 noch. Komm, Simon, kämpf. Ja. Wir schaffen das. Ja! Ja, ist geschafft. Ja, ist geschafft. Hier bitte das fetteste F, was ihr aufbringen könnt, hier für Simon Kretschmer, der hier durchgezwungen hat. Am Ende nochmal die Burpees mit den Twists, die richtig brennen. Auch für mich, der das gewohnt ist, sehr, sehr große Herausforderung hier für Simon, dass er einfach durchgezogen hat. Mega fetten Respekt. Ja, tut mir leid, das ging Ende. Quatsch, hör auf dich zu entschuldigen, Mann. Hör auf dich zu entschuldigen. Das war mega. Die ganzen Fs hier sind für dich, Mann. Mega. Richtig, richtig gut, Simon. Hammer. Auch natürlich das F. Gilt für euch zu Hause, die ihr da mitgemacht habt. Ja. Die ihr durchzieht, die ihr den Laptop eben anschmeißt, Handy anschmeißt und da einfach euch ein bisschen bewegt. Simon kann sicherlich sagen, wie gut das tut. Auch wenn es anstrengend ist, ey. Danach ist immer super. Danach ist mega. Wirklich. Auch für die Lebensqualität, wenn man das regelmäßig macht. Man fühlt sich einfach so viel energetischer, so viel fitter. Und kann einfach im Leben alles geiler antackeln. So fühle ich mich auf jeden Fall. Ja, wenn man fit ist, kann man alles irgendwie mit 100% angehen. So, das finde ich richtig geil. Allein dafür lohnt sich das, sich ab und zu quälen. Okay. Aber es ist Quälerei. Es ist nun mal Quälerei, ja. Aber es muss sein. Ja, super. Also